Ja, Hasi Oswald ist ein klingender Name im Showbusiness. Dieser unermüdliche Musiker steht heute noch auf der Bühne und hat seit kurzem wieder ein neues eigenes Orchester gegründet. Ein Titel, ich glaube, der bleibt uns allen unvergesslich, der berühmte Kriminaltango. Da gibt es eine Textstelle, in der heißt es, glühende Spannung und da fällt ein Schuss. In dem Moment jeweils schießt der Schlagzeuger in die Luft mit einer Schreckschusspistole. Als dann aber Hasi Oswald sein neues Orchester vorstellte, da haben wir gleich nach dem Schuss die Sprinkleranlage laufen lassen. Können Sie sich das vorstellen? Es sah dann so aus, als der Schlagzeuger mit echter Munition in die Decke geschossen hätte und dabei eine Wasserleitung getroffen hätte. Wir haben diesen Film aufgenommen in einem Nightclub in St. Gallen und wir schauen uns nun an, wie Hasi Oswald und seine Entertainers in dieser Situation reagiert haben. Und jetzt zum Einüben habe ich das gesagt, weil wir jetzt von Amerika zurückkommen in die deutschsprachigen Gebiete, genau ins Zentrum der deutschsprachigen Gebiete mit unseren gewissen alten Songs aus eigener Küche. Es könnte ja sein, dass der eine oder der andere sich sogar noch daran erinnern kann. Ja! Ah! Let's see! Bring me ein Tango in der Taverne. Dunkle Gestalten, rote Laterne. Abend für Abend lodert die Lunte, sprühende Spannung, da fällt ein Schuss. Fall, ja? Peter, gehen Sie auf. Wie konnte das passieren? Wie konnte das. Kann ich mal den Revolver sehen? Ist das. Lass doch diesen kleinen Wasser hoch. Der hat mich schon Wasser gelassen. Der ist in die Decke gegangen, hier oben. Ein Moment, rufen Sie den Chef bitte, ja? Ein Moment bitte. Das ist nicht unsere. Kann ich mal bitte sehen? Das ist nicht unsere. Das ist nicht unsere Pistole. Moment. Vorsicht. Das ist nicht unsere Pistole. Was ist das denn? Schauen Sie mal hier. Das ist eine. Ja, der hat wohl auf eine Leitung geschossen, unser lieber Alfons. Weißt du es doch nicht? Wir haben mit dir. Was sagst du? Ist die Anlage abgestellt? Augenblick, ich gehe mal eben kurz nach. Das gehört doch zu einer Schau. Sie haben die schönste Schau meines Lebens mitgemacht. Meine Ganz St. Gallen sieht den nächsten, ja. Felix. Darf ich dir was sagen? Ich hoffe, Asi, du und all deine Musiker verstehen Spaß, auch wenn jetzt hier etwa 60 Liter Wasser runtergedonnert sind. Und ich darf dir mal ganz symbolisch für dein ganzes Orchester diesen Spaßvogel überreichen.
Und? Wieder trocken, gell? Ja, ganz dass trocken. Du schwimmen kannst, hast du jetzt da damit bewiesen. Hast du damit bewiesen. Also, ich meine, wir haben gewettet, wenn das Wasser dann runterdonnert, dann würdet ihr euch aus dem Staub machen. Aber plötzlich hatten wir irgendwie was, hast du dir was überlegt und du hast dann weitergespielt. Du hast deine Musiker richtig mit dir gerissen. Jetzt geht's weiter, jetzt erst recht. Wieso denn das? Ja, das ist die alte Schule. Ja. Das haben wir gelernt früher. The show must go on. Die Show muss weitergehen, was auch immer passiert. Und das haben wir schon beim Untergang der Titanic gelernt. Das Orchester war das Letzte, das unterging eigentlich. Das spielte immer weiter, bis alles weg war. Und jetzt, das habe ich sogar hier in Göppingen schon erfahren, ja, als das berühmte seinerzeitige Pflugfelder seinen letzten Tag erlebt hatte, waren wir Gäste. Und da haben... Oh! Fall, ja, und da wurde das Lokal dann plötzlich kurz und klein geschlagen. Und ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn wir nicht noch die Ambiance noch weiter angeheizt hätten und einfach weitergespielt haben, bis dann die Funkstreife, die Rabauken da eingesammelt hatte. Und das war mehrere Male in meinem Leben, war das so. Ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, Hasi, du hast vorher von alter Schule gesprochen. Im Grunde genommen hast du die ersten großen Fernsehshows des Südfunks Stuttgart schon damals gemacht, gell? Ja, das war schön. Da war Dr. Walser, der großartige Autor, und Michael Pflegar. Mhm. Die kamen dann nach Arosa hoch und sagten, wir haben jetzt das Fernsehen in Stuttgart und wir finden, wir brauchen eine Kapelle, die nicht nur spielt, die auch etwas Show anzugucken macht, ja, sei. Und dann, das war Anfang der 50er Jahre, nämlich so. Ja, das war rum, ungefähr, oder? 53. Aha. Ja, aber dann kam es doch so, dass du deine Trompete an den leider berühmten Nagel gehängt hast. Und jetzt bist du wieder da mit neuen Musikern, den Entertainers. Wie kommt das? Ja, ein Rennpferd kann das Rennen nicht lassen. Und mir ging es so, ich habe mich dann nicht gelangweilt. Ich bin ein bisschen durch die Lande gefahren, durch die Länder, durch die Welt und habe mich dann in dieser Richtung amüsiert. Aber das war es nicht. Die Musik hat mir gefehlt. Ja. Die gehört einfach zu deinem Leben. Jetzt bist du wieder da und falls das also bei dem Kriminaltango das wieder mal passiert, dass ihr die Leitung trifft, möchte ich dir und deinen Musikern diesen Schirm schenken. Ihm vorbei. Ja, wenn das Wachs
Spaß und seine Stars verstehen Spaß. Panoptikum, Panoptikum, Panoptikum des Lebens. Da stehen sie rum, da gehen sie rum, die Großen und Verzerrten. Panoptikum, Panoptikum.